Es gibt wichtige Änderungen hier auf dem Kanal und natürlich neue Spiele. So, Freunde, einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Mein Name ist Matthias alias Yetivin und heute gibt es wieder neue Gaming-Pickups. Ich habe wieder einen ganzen Stapel voller Spiele, von Retro-Spielen bis hin zu aktuellen Konsolen habe ich einiges hier und möchte euch erzählen, was ich denn so gekauft habe, warum und wie viel ich dafür bezahlt habe. So eine klassische Pickup-Ausgabe, so wie ihr es von mir gewohnt seid, seit einigen Jahren. Bevor wir allerdings anfangen, möchte ich gerne ein paar Sachen abklären. Die erste Sache ist vielleicht ein bisschen blöd, aber ich habe in letzter Zeit gemerkt, dass ich schon in diesen Aufnahmen sehr laut losbrülle und irgendwie voller Energie rede und ich mich immer frage, warum mache ich das eigentlich? Ich sitze dann immer im Schnitt und schneide das so und denke mir, warum schreie ich da oder warum bin ich so hysterisch? Möchte das ein bisschen runterfahren, also nicht wundern, weil nicht, dass jetzt Fragen kommen, hey, ist bei dir alles gut? Es ist alles in Ordnung. Ich versuche jetzt gerade so ein bisschen meine normale Stimme jetzt sozusagen zu verwenden und das Mikrofon einfach ein bisschen näher dran zu lassen, weil ich immer den Eindruck habe, man versteht mich nicht, ist vielleicht eine alte Angewohnheit aus meiner alten Wohnung, wo ich einen richtig krassen Hall hatte und so. Die zweite Sache ist dann schon etwas wichtiger, denn das ist eine Änderung, die vielleicht jetzt nicht sofort passiert, aber die ganz, ganz wichtig ist für mich persönlich und die ich schon seit Ewigkeiten geplant habe. Ich weiß nur noch nicht genau, wie ich das umstelle. Die Sache ist ja die, ihr bekommt jeden Montag um 18 Uhr ein Video auf diesem Kanal und noch zusätzlich einen Short am Donnerstag in der Regel. Das ist eine coole Sache, aber ich habe einfach schon lange gemerkt, dass diese ganzen Themenvideos oder Sachen einfach ein bisschen mehr Zeit brauchen oder auch manchmal mich ein bisschen auch selber langweilen, weil ich Sachen schon wiederholt bespreche oder so das Gefühl habe, ich drehe mich im Kreis. Natürlich haben viele von euch, die den Kanal neu entdecken, viele Meinungen oder Spiele noch nicht auf meinem Kanal gesehen, aber für mich persönlich ist das natürlich etwas anders. Deswegen möchte ich mir für bestimmte Videoprojekte und Formate etwas mehr Zeit nehmen, gucken, wie ich sie umsetze, wie ich das alles mache, wie ich das kommuniziere, ob der Montag weiterhin mein Upload-Tag sein wird. Wann und wie genau, das werdet ihr dann feststellen, aber zumindest schon mal der Hinweis, ich plane da so ein bisschen was. Und für meine zukünftigen Projekte benötige ich bestenfalls auch Sponsoren, so einen wie in diesem heutigen Video. Wir reden jetzt nämlich mal wieder ganz kurz über meinen Partner, den ihr schon kennt, Holy. Und ihr seht hier, ich habe wieder ein neues Zeug von Holy bekommen, weil Holy wirklich unfassbar viele Sorten raushaut. Das ist echt abgefahren. Wirklich zu jedem Anlass bringt Holy neue Geschmacksrichtungen auf den Markt. Ja, wir haben hier zum Beispiel mit Hitchi eine Kooperation, wo es einige Geschmacksrichtungen gab. Oder im Sommer gab es die Cocktailsachen, wo es dann sowas wie Kai Perinha gab oder Daiquiri Dolphin. Oder hier die Coconut-Sache oder hier die Melonensorten. Also wie Holy das macht, weiß ich nicht, aber gefühlt kommen zu jeglichen Themen irgendwie nochmal Geschmacksrichtungen raus. Und das in allen drei Kategorien. In Holy Energy, Holy Eistee und auch Holy Hydration kommt immer was Neues nach. Und wenn ihr Interesse habt und euch fragt, wo ihr jetzt hier anfangen sollt, dann empfehle ich das Probierpaket. Unten in der Videobeschreibung setze ich einen Link rein, da könnt ihr ein bisschen noch Geld sparen und dort das Probierpaket auswählen. Darin enthalten sind ein paar Sorten von Energy, Hydration und Eistee. Da könntet ihr euch mal ein bisschen durchtesten durch das Sortiment und wenn ihr auch noch den Code YETIWIN5 eingibt, dann gibt es auch nochmal 5 Euro Rabatt oben drauf. Eine geile Sache, falls ihr mal ausprobieren wollt. Dankeschön für die Aufmerksamkeit und jetzt machen wir weiter mit dem Video. Jetzt möchte ich allerdings mal vorschlagen, kommen wir zu den ganzen Pickups und hier ist eine ganze Menge, der Stapel ist groß. Ich würde aber jetzt mal etwas anders machen und zwar fangen wir normalerweise eher mit den Retro-Sachen an. Wir machen aber jetzt mal einen kleinen U-Turn. Wir drehen das Ganze und fangen mit den aktuellsten Konsolen an und zwar mit der PlayStation 5. Und das ist ein großer Stapel mit vielen Games, ja, also viele davon habe ich schon durchgespielt teilweise. Da merkt man einfach, dass jetzt in den Pickup-Ausgaben sich einiges gestaut hat oder angestaut hat, die ich eigentlich hier gerne schon mal zeigen wollte. Ich habe sogar noch die nächste Pickup-Ausgabe auch noch vor mir liegen, die steht da vorne. Aber jetzt kommen wir mal zu diesen Spielen. Das sind hier PlayStation 5 Spiele, die ich mir einfach in den letzten Zeit gekauft habe und teilweise auch gespielt habe. Wir fangen erstmal an, das ist jetzt einfach auch komplett unsortiert, mit
mit einem Pick. Ich habe ihn mir gekauft, weil ich den ersten Teil, es war gut. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt nicht damit gerechnet, dass sie irgendwann mal ein zweiter Teil kommen würde, weil ich nie damit gerechnet hatte, dass sich dafür jemand nochmal interessiert. Es ist Warhammer 40k Space Marines 2. Für die PlayStation 5 habe ich das gekauft. Ich habe das im Smile Games in Landshut gekauft, bei einem Lieblingsvideospielladen, wo einige Sachen hier drunter zu finden sind. Und den habe ich mir auch eigentlich nur gekauft, weil das eine Woche vor Release in dem Laden schon stand. Und ich war zufälligerweise da und dachte mir, ach komm, weißt du was, nehme ich mit. Ich habe eh vor, das zu zocken. Und ich bin auch froh, dass ich das auf dieser Konsole gemacht habe, weil, ja, hat einfach mega Spaß gemacht. Space Marines 1. Wir haben dazu eine Bonusfolge bei Controller Poesie auf unserer Patreon-Seite veröffentlicht. Habe ich 2012, 2013, als es erschienen ist, gespielt und seitdem nie wieder angefasst oder nicht mal mehr dran gedacht. Ich fand, das war ein sehr cooles, geradliniges Actionspiel, aber mehr auch nicht. So, dass jetzt ein zweiter Teil kommt, da musste ich erstmal ein bisschen überlegen, was war denn überhaupt nochmal im ersten Teil los? Warum kommt jetzt plötzlich ein zweiter? Ich bin heilfroh, dass der gekommen ist, weil so ein Spiel habe ich gebraucht. Ja, einfach mal schnörkellose, brutale Action mit vielen Gegnern, geilen Waffen, richtige testosterongeladene Actionhelden und einem Konflikt, der einfach mega krass aufgezogen wird. Sieht geil aus, es spratzt überall, es ist ein gutes Trefferfeedback und ist eine wirklich sehr geradlinige Kampagne, die ich jetzt vielleicht, es könnte da durchaus sein, dass ich in 10 Jahren auch nicht mehr weiß, was im zweiten Teil so passiert ist. Dafür fehlen mir einfach so gewisse Highlights oder so Charaktere, an die ich mich erinnern kann. Das, was es versprochen hat, habe ich bekommen. Eine Singleplayer-Kampagne, die ich jetzt in, weiß nicht, 6, 7, 8 Stunden durchgespielt habe. Hatte eine gute Zeit mit dem Game und eine gute Zeit mit den Space Marines in Space Marines 2. Dankeschön. Und wir machen direkt weiter mit noch einem absoluten Mega-Hit, muss man sagen, in diesem Jahr. Ich hatte ehrlich gesagt keine Zweifel, dass das Ding einschlagen wird. Dass das jetzt natürlich so populär wurde, das freut mich mega. Das zeigt halt, dass die Leute noch auf Qualität stehen. Aber das hat auch vor allen Dingen was damit zu tun, dass Astros Playroom für die PlayStation 5 vorinstalliert wurde. Denn Astrobot ist ein aktueller, moderner Kultklassiker. Ne, das ist halt ein Spiel, das hat Kreativität, das hat Liebe zum Detail, es hat den Sony-Stempel, es hat halt wirklich so ein Gefühl von, ich habe einfach Bock, ein Videospiel zu spielen. Und ähnlich wie bei Space Marines 2, ohne irgendeinen Schnickschnack, einfach nur Spielspaß in verschiedenen Levels mit verschiedenen Mechaniken, die beim Controller wieder eingeführt wurden, die auf dem Bildschirm passieren, mit coolen Bossen, eine coole Musik, einfach eine gute Laune in so einem Spiel. Astrobot ist so ein Titel, da haben viele Leute die Platin-Trophäe. Ich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Das weiß ich warum. Also ich bin durch. Ich habe viele Bots gesammelt. Ich habe mir auch sehr viel Mühe gegeben, auch alles irgendwie einzusammeln. Mir sind natürlich einige Sachen durch die Lappen gegangen. Aber das ist so ein Titel, den werde ich wieder einlegen und dann werde ich wieder viel Spaß haben und dann habe ich auch einen Sinn, den auch weiterzuspielen, weil mir fehlen ja wieder neue Bots und da kommen ja auch wieder neue Inhalte. Freue ich mich natürlich mega drauf. Wunderschönes Cover, auch sehr verspielt auf der Rückseite. Ein tolles Maskottchen für die PlayStation 5. Wir sind alles Astrobot-Fans geworden und jetzt kann Astrobot Rescue Mission für die PlayStation VR 2 herauskommen und dann habe ich auch einen Grund, mir die zu holen. Dankeschön. So, beim nächsten Titel, das ist eigentlich kein Launch-Titel für mich gewesen. Ich hatte vor, das eigentlich im Sale später zu kaufen, weil schon die Gameplay-Szenen, die ich vorher gesehen habe, haben mich eher skeptisch hinterlassen. Da waren andere viel mehr gehypt als ich und habe aber hier netterweise von Ubisoft eine Version zugeschickt bekommen. Es handelt sich hierbei um Star Wars Outlaws in der Limited Edition. Es ist eigentlich völlig egal, weil diese ganze Version hier auf der Disc, die erfordert Internet. Das ist auch nicht irgendwie alles auf dieser Disc drauf, also so wie ich das habe es mir sagen lassen. Es ist jetzt eigentlich, wie gesagt, nicht unbedingt meine Begierde gewesen, aber ich hatte irgendwie Interesse an Star Wars Outlaws und jetzt möchte ich gerne mal an der Stelle ganz kurz erzählen. Also ich hatte ja, wie gesagt, sehr viel Skepsis geäußert im Podcast und überall, weil mir diese Open World von Ubisoft dann doch ein bisschen zu generisch ausgesehen hatte. Und du weißt ja, was dich erwartet. Bei Star Wars Outlaws, ich wusste genau, was mich erwartet, aber manchmal brauche ich das. Manchmal habe ich so genau diesen Sweet Spot für diese Open-World-Schemata und es hat funktioniert. Star Wars Outlaws spiele ich aktuell gerade. Es ist natürlich schon sehr nach einer gewissen Formel, aber es gibt dort gewisse Entscheidungen, die ich richtig, richtig genial finde. Wie in GTA 2 gibt es in Star Wars Outlaws wieder verschiedene
verschiedene Fraktionen, zu denen du einen gewissen Ruf aufbauen kannst. Wenn du jetzt zum Beispiel bei einer Fraktion viele Aufträge annimmst und irgendwelche Sachen auch erfüllst, dann hast du bei der anderen Fraktion verschissen, kannst dann dadurch gejagt werden, kannst in deren Bereiche nicht mehr reingehen und so und verlierst einige Vorteile. Und das, dieses Gleichgewicht zu halten zwischen den drei Fraktionen, das ist irgendwie total spannend. Es ist gewohnte Open-World-Kost. Ich brauche hier gar nicht erzählen, dass das irgendwas besonders macht. Aber komischerweise habe ich mit diesem Spiel total viel Freude, obwohl ich überhaupt kein Star-Wars-Fan bin, ne? Nochmals. Diese Outlaws-Thematik, die reizt mich doch irgendwie. Keine Ahnung warum. Also Star Wars Outlaws ist jetzt vielleicht kein besonders geiles Spiel, also kein 10 von 10 Game, aber zum richtigen Zeitpunkt kann es genau meinen Sweet Spot erwischen. Und das hat Ubisoft übrigens auch schon bei Avatar geschafft. Star Wars Outlaws, genauso ein Fall. Vielen Dank, Ubisoft. Das nächste Spiel, und das habe ich auch durchgespielt, also ihr merkt, ich habe da richtig gut vorgelegt, und das hat mich sehr gefreut, weil das ein schöner Einblick war in eine Serie, die ich in der Vergangenheit sehr ignoriert habe, sagen wir es mal so, und das ist Star Ocean. Und hier haben wir für die PlayStation 5 Star Ocean The Second Story R, ein 20 bis 25 stündiges, wirklich schönes 2D HD Remake, welche einige moderne Gameplay-Qualitäten mitgebracht hat, die ich echt nicht mehr missen möchte, muss ich sagen. So macht das Nachholen von so JRPGs sehr, sehr viel Spaß. Du hast zum Beispiel wieder einen Turbo-Knopf, nenne ich ihn immer sehr gerne, wo du die Zeit etwas beschleunigen kannst, wo bestimmte Situationen oder Kampfanimationen einfach ein bisschen vorgespult werden können. Grundsätzlich, das Kampfsystem ist super flott und schnittig. Ich mag die Charaktere, ich mochte die Story rund um, also eigentlich geht es um die beiden. Ich habe jetzt mit ihm angefangen, weil du kannst beide spielen. Und er, aus seiner Sicht ist es so, er ist aus dem Weltall, er ist, glaube ich, der Sohn eines Kommandanten von so einem Raumschiff, landet aber unabsichtlich auf dem Planeten von ihr, lernt sie kennen, lernt aber auch ihre Kulturen und die Konflikte auf diesem Planeten kennen und die beiden müssen zusammenarbeiten. Ist ein richtig schönes Spiel gewesen und wie gesagt, ich habe diese Serie nie so richtig verfolgt. Ich habe nur mal The Last Hope auf der 360 gezockt, hier mal mitgenommen. Ich habe, glaube ich, auch nur 30 Euro bezahlt und das ist ein Preis, den man definitiv zahlen kann, gerade wenn du nicht so der ultimative JRPG-Experte bist, der alles inhaliert, glaube ich, ist es ein sehr, sehr schöner Einstieg in dieses Genre, finde ich, weil viele, wie gesagt, viele Dinge hier einfach richtig gemacht worden sind. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und deswegen kann ich es empfehlen. Star Ocean The Second Story R für die PlayStation 5. Das nächste Spiel habe ich noch nicht durchgespielt. Das war so, kennt ihr das, wenn ihr so einen Moment habt, bei, weiß nicht, irgendwann, wo ihr so die Vorstellung habt, hey, vielleicht ist das Spiel ja doch gar nicht so blöd. Es ist jetzt recht günstig. Vielleicht ist es sogar ein Hidden Gem. Vielleicht macht es mir ja Spaß. Ja, das war so ein Spiel. Es handelt sich hierbei um Outcast, A New Beginning. Ja, ja, der Nachfolger eines PC-Spiels, das vor sehr, sehr langer Zeit rausgekommen ist. Der Prototyp eines Open-World-Spiels, sogar noch vor Shenmue und anderen Spielen, wo du eine eigene Sprache lernen konntest und eine richtige Kultur kennenlernst. Also ein sehr bedeutsames Spiel, auch für die Videospielhistorie, welches einfach nach vielen, vielen Jahren Nachfolge bekommt, wo ich mich eigentlich die ganze Zeit nur gefragt habe, warum eigentlich? Es gab mal ein Remake vor einigen Jahren, das war aber totale Scheiße. Kein Hahn hat danach gekräht, ehrlich gesagt, das kennt doch keiner mehr. Aber jetzt haben sie es doch nochmal herausgebracht, ist aber beim Preis sehr schnell gefallen. Also es war mal, glaube ich, ein Vollpreistitel oder zumindest 50 Euro oder so. Mittlerweile kriegst du das schon für 25, 20 Euro. Das zeigt schon, die Verkäufe liefen jetzt nicht so gut. Oh, what a surprise, muss man dazu sagen. Aber vielleicht ist es trotzdem ein recht solides Open-World-Spiel, weil so, ich glaube, die Kritiker geben dem Spiel so eine solide 6 bis 7 von 10. Das ist vollkommen in Ordnung. Für den Preis kann man das auch mal machen. Und manchmal hat es ja einen gewissen Reiz, so ein Spiel zu spielen. Outcast in the Beginning ist aber jetzt so ein Titel, na, aufgrund der ganzen anderen Spiele, die jetzt in der letzten Zeit rausgekommen sind, verblasst so ein bisschen meine Vorstellung, dass ich das Spiel mal spielen will. Vielleicht finde ich trotzdem irgendwann mal Zeit, das werde ich definitiv mal anfangen, weil das, die Zeit kann man sich ja mal nehmen. Und wenn man nach einer Stunde merkt, oh mein Gott, das ist nichts für mich, dann ist es halt so passiert. Aber in dem Fall erstmal recht guter Pick jetzt mal für 20 Euro Outcast in the Beginning. Dankeschön. Nächstes Spiel, das ist für mich ein kleiner Geheimtipp. Ich liebe dieses Spiel. Ich mochte auch den Vorgänger, aber ich glaube, diese Spielart interessiert eigentlich nicht unbedingt viele Leute und deswegen übergehen den sehr, sehr viele. Vor allen Dingen, weil dieser Teil irgendwann Ende oder Anfang Dezember letzten Jahres erschienen ist und das ist so ein Zeitraum, wo die meisten schon so abschließen mit dem Jahr. Dann gibt es dann Rankings und irgendwelche Game Awards und so und dann kommt plötzlich dann nochmal ein Spiel raus und dann interessiert sich keiner mehr dafür und das ist eigentlich
eigentlich sehr, sehr schade, weil ich finde ihn sogar noch besser als den ersten Teil und der hatte schon 90er-Wertungen. Es ist The Talos Principle 2 in der Deluxe-Edition. Ich habe den mir bei Smile Games gekauft, habe ich schon lange im Auge gehabt, weil ich den Titel sowieso spielen wollte, aber er war mir noch etwas zu teuer. In dieser Deluxe-Variante mit einem Artbook dabei war das allerdings dann schon so eine Sache, bei dem ich dann schon Bock hatte zuzuschlagen. Da waren mir die 50 Euro, die ich bezahlt habe, dann das doch wert. Und ich habe es schon gespielt. Ich versuche gerade die Sachen rauszukriegen, aber irgendwie kriege ich es gerade nicht hin. Okay, hier haben wir einmal das Spiel The Talos Principle 2 und zusätzlich eine kleine Postkarte mit einem kleinen persönlichen Brief, aber eine kleine Ansprache von Crow Team. Das ist übrigens das Entwicklerteam von Serious Sam und die machen hier dieses Spiel The Talos Principle 2 mit einem Artbook, wo die ganzen Level und Strukturen und Statuen und so weiter abgebildet wurden. Artbooks ist eh so ein Ding. Manche mögen es total. Ich muss zugeben, ich blätter da ein paar Mal durch und dann habe ich da eigentlich nichts von. Dann lieber ein Soundtrack, aber ist eine persönliche Meinung. The Talos Principle 2, ich mache das mal wieder hier rein. Krieg's gerade gar nicht hin, Alter. Mann, ey. So, ich liebe Pappschuber eigentlich total, aber manchmal ein bisschen schwierig, das rauszukriegen. Talos Principle 2 hat nicht nur ein richtig cooles Design, es ist auch ein herausragend geiles Puzzle-Game aus der First-Person-Perspektive. Also wer Portal mag, der wird mit The Talos Principle eigentlich sehr, sehr viel Freude haben. Wer das schon nicht mochte, der wird hier auch natürlich nicht unbedingt der größte Fan sein. Aber wie gut diese Rätsel sind, das ist wirklich absolut abgefahren. Also ich muss sagen, das hat bei mir so eine gewisse meditative Stimmung ausgelöst, dass ich diese Puzzles in dieser Welt von The Talos Principle 2 so gerne gemacht habe und die waren auch nie so schwer, dass ich komplett verzweifelt bin. Ich fand es immer so ein richtig perfekter Schwierigkeitsgrad, um mich zu fordern. Neue Tools wurden eingeführt, um das ganze Puzzle-Gameplay nochmal auf eine neue Art und Weise zu bestreiten. Eine geile Grafik mit einer sehr interessanten, wie immer philosophischen Story, wie im ersten Teil eben schon. Ich habe einfach schon beim ersten Teil sehr, sehr viel Liebe dran verloren und auch beim zweiten merke ich, dass mir diese Spielart sehr, sehr liegt. Natürlich, wenn ich so Gameplay zeige, dann sieht das alles sehr, ja, öde aus, sehr trocken, aber ich muss sagen, ich hatte da sehr, sehr viel Spaß dran. Die Musik, die ganze Gestaltung und eben die Puzzles haben mir sehr viel Spaß gemacht. The Talos Principle 2. Das wäre für mich tatsächlich in der Top 10 der besten Spiele des letzten Jahres gewandert, aber da sind sie selber schuld, weil das Spiel so spät erschienen ist. The Talos Principle 2. Dankeschön. Und dann habe ich noch zwei PlayStation 5 Spiele. Das eine habe ich noch nie gespielt, habe ich aber vor, ist noch eingeschweißt, habe aber sehr viel Gutes von gehört. Bomb Rush Cyberpunk. Es gibt ein paar Soundtracks, die ich schon in meinen Videos verwende und es ist ein spiritueller Nachfolger von Jet Set Radio, welches auf dem Dreamcast damals Erfolge feiern konnte. Und das fand ich ja immer schon ganz cool. Jet Set Radio, es ist so von seinem Stil, von der Musik und von der ganzen Aufmachung irgendwie meins. Das kann mich nicht lange tragen, ne? So ein Bomb Rush Cyberpunk, da gehe ich mal auch von aus, dass ich jetzt hier nicht irgendwie 30 Stunden damit verbringen werde, aber so ein paar Stunden definitiv und wenn es mich packt, dann sogar länger. Ich bin gespannt, weil ich jetzt gar nichts von diesem Spiel weiß, auch nicht so viel gesehen habe. Ich habe es nur gesehen beim Smile Games. Die physische Version ist irgendwie auch sehr hübsch, das hat auch nicht jeder im Regal und ich wollte da wirklich mal meine Fühler ausstrecken zu diesem Spiel. Ist von IM 8-Bit und ich bin sehr gespannt. Bomb Rush Cyberpunk. Danke. Und das letzte Spiel für die PS5 ist von Limited Run Games. Und scheiße, da ist schon wieder die Disc irgendwie locker. Ah, das nervt mich wieder. Ich habe da übrigens einen Trick rausgefunden, wie man das irgendwie hinkriegt. Das zeige ich euch aber gleich. Jedenfalls ist nach vielen, vielen Monaten endlich auch meine Version für die PlayStation 5 erschienen. Von einem der besten Spiele der letzten Jahre. Das muss ich wirklich so sagen, weil je länger ich drüber nachdenke, werde ich mir bewusst, wie gut diese Geschichte bei mir noch Eindruck hinterlässt. Es ist ein Spiel, das definitiv nicht für jedermann ist. Ne? Das muss man sagen. Es ist ein reines Story-Game. Man könnte fast schon sagen, es ist eine Visual Novel. Aber es hat mich halt einfach gepackt. Und wenn mich sowas packt, dann kann ich da auch nicht die Finger von lassen. Und muss sagen, dann warte ich auch sehr gerne auf die physische Version und kaufe sie mir über Limited Run. Es ist Pentiment. Ein Xbox-Exclusive-Game eigentlich, entwickelt von Obsidian Entertainment, die hier jetzt dieses Spiel
ja, produzieren konnten. Jetzt wahrscheinlich auch nur, weil eben für den Game Pass Content geliefert werden musste. Und Josh Sawyer, glaube ich, ist hier wieder der Writer, der bei Obsidian auch schon gute Arbeit geleistet hat. Und bei Pentiment, finde ich, hat er sich übertroffen. Ich finde einfach diese Dynamik der Rose, falls ihr euch der Film noch was sagt, mit John Connery und Christian Slater, das ist quasi diese Versoftung davon. Ne? Wir haben hier Mittelalter, wir haben Kirche, wir haben traditionelles bayerisches Dorf und dort eben ganz viele Figuren, die plötzlich in so eine Whodunit-Story geraten und so, wer ist der Mörder, wer hat hier was mit wem zu schaffen, wo gibt es die Geheimnisse und man durchlebt so ein bisschen so bestimmte Phasen des Lebens von Andreas Mahler und das war so spannend, ich habe das Pad nicht mehr aus der Hand legen können, das fand ich einfach sehr, sehr geil, es trifft auch, wie gesagt, sehr meinen Geschmack und Pentiment musste dadurch halt natürlich sofort in meine Hall of Fame, in meine Milestone Collection und deswegen habe ich mich gefreut, dass es das nochmal physisch für die PS5 gab. Weiß ich gar nicht, ob es da eine Xbox-Version gab, aber Xbox sammle ich jetzt nicht. Zumindest nicht die Xbox Series. Und seht ihr hier auf der Folie, da gibt es so gewisse Spuren, so Abdrücke, als ob da so ein kleiner Nager drüber gelaufen ist. Das sieht irgendwie total witzig aus. Erstmal dachte ich mir, das gehört zum Cover. Ist eigentlich ein richtig geiles Cover. Sehr gewöhnungsbedürftig, nicht für jedermann, aber ich persönlich feiere dieses Spiel. Pentiment war absolut großartig und deswegen meine Empfehlung. Dankeschön. Ach so, was ich euch noch zeigen wollte. Wisst ihr, wie ihr dieses Rumgeflattere verhindern könnt? Das habe ich mir sagen lassen. Es hat funktioniert. Das habe ich hier bei dem noch gar nicht angewendet, weil das ist ja verschweißt und wenn das verschweißt bleiben soll, dann muss man es ein bisschen hin und her schieben, bis es nicht mehr richtig rattert. Also jetzt aktuell liegt es über diesen Noppel, ne? Also die CD liegt jetzt gerade da drüber und jetzt müsst ihr nur so hier an der Seite mal kurz draufdrücken, damit es dann einrastet. Das war's mit der PlayStation 5. Machen wir mal weiter mit der Xbox 360. Boah, mein Stapel ist ehrlich gesagt noch richtig hoch. Wir machen jetzt mal weiter mit der Xbox 360. Hier habe ich zwei Spiele. Die habe ich einfach mal so mitgenommen aus Interesse. Das eine ist eigentlich gedacht für das Scheitern von, und das werde ich euch jetzt mal zeigen, das kommt jetzt mal vor. Es handelt sich hierbei um Brutal Legend. Das, ja, sehr verheißene Action-Adventure rund um Jack Black, der hier die Hauptrolle mimt in diesem Metal-Action-Spiel mit so ein paar Real-Time-Strategy-Einlagen, glaube ich. Ich habe damals mal die Demo gespielt und fand ich okay, aber jetzt war jetzt eigentlich nie so richtig heiß drauf. Aber es hat einen guten Ruf, ist allerdings sehr gescheitert. Das ist doch ein perfekter Eintrag für mein Format, weil, wie gesagt, es hat seine Fans hier in der Xbox 360 Version mit Handbuch und allem drum und dran und das kostet auch nicht mehr viel für 9,90 Euro. Ich habe das ehrlich gesagt, wie gesagt, noch nie gespielt. Von Double Fine, also von den Machern von Broken Age und Psychonauts und so weiter, war mal ein Versuch, aber wie gesagt, der ist leider kläglich nach hinten losgegangen. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt letztendlich dann endet mit diesem Spiel. Ich werde es selber dann nochmal nachholen. Es ist ja auch kein kurzes Game. Ich glaube, es hat so seine 20, 25 Stunden Fleisch auf den Rippen. Muss ich mal angucken. Brutal Legend für eine neue Folge, das Scheitern von. Wer ist dafür? Okay, Dankeschön. Und das nächste Xbox 360 Game habe ich mir auf Geheiß von meinem Podcast-Kollegen Jansel gekauft. Der schwärmt davon seit einiger Zeit, auch in dem Format Rüdiger, was wir hier auf diesem Kanal abhalten, hat er schon das ein oder andere Mal darüber geredet und es ist ja hier, Divinity 2 Eco Draconis. Ich habe damals die Demo-Version davon gespielt und ich fand es ehrlich gesagt nicht schlecht, aber ich meine, dass das zum damaligen Zeitpunkt nur englische Sprachausgabe und auch englische Texte hatte, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Jedenfalls habe ich mir das jetzt einfach mal nochmal für einen Zehner mitgenommen für die 360. Ich glaube, das gibt es auch für den PC, aber ich wollte mal die physische Version haben und mal reinspielen. Ob mir das genauso gefällt wie dem Jansel, das weiß ich nicht. Aber ich gebe ja schon gute Stücke auf seine Meinung. Und gerade so West-RPGs, die sind seit einiger Zeit Mangelware. Wir haben vielleicht noch ein Baldur's Gate 3 bekommen. Und das Letzte, an was ich mich noch erinnern kann, was ich noch wirklich mit Freude gezockt habe, war The Witcher 3. Und dann ist ja auch schon wieder viele Jahre vergangen. So richtig gute West-RPGs gibt es auch nicht mehr, so viele, finde ich. Außer natürlich, wenn du jetzt Diablo dazu zählst, aber das ist nicht meine Welt. Und hier mit richtig dickem Handbuch, weil wahrscheinlich viele Funktionen und Einstellungen hier nachgelesen werden können, hat jetzt wahrscheinlich keiner mehr auf dem Schirm. Ich habe es mir mal geholt, um mal reinzuschnuppern, mal gucken, ob das was taugt. Divinity 2
Eco Draconis. Vielen Dank, Janse. Und das war's mit der Xbox 360. Wir machen weiter mit der PlayStation 2. Da habe ich jetzt eigentlich nur ein Spiel, das wurde bei einem Paket beigelegt. Ja, leider weiß ich jetzt gerade nicht mehr, wer es gewesen ist. Es ist alles schon so lange her, muss ich sagen. Schon einige Wochen. Und ich weiß leider nicht mehr, bei welchem Paket das war. Das war ein unangefragtes Spiel. Also das wurde mir einfach nur, wie gesagt, zum Paket dazugelegt. Ich habe mich trotzdem gefreut und mich dazu entschieden, das in meine Sammlung aufzunehmen, weil ich das damals richtig geil fand und dann irgendwie mit der Zeit gemerkt habe, nee, so gut war das jetzt doch nicht. Trotzdem möchte ich das in allen Ehren halten. Es ist Fahrenheit. Indie Cool Prophecy im Englischen ist ein Spiel von David Cage beziehungsweise Quantic Dream, die damals das erste Mal so diese cineastische Form von Videospielen präsentiert haben. Und das habe ich damals richtig gefeiert. Ja, ich finde den Beginn des Spiels, wo du auf dieser Toilette sitzt, in diesem Diner und urplötzlich aufwachst und du hast gerade jemanden ermordet. Du siehst in so einem Splitscreen, dass gerade ein Polizist in den Diner reingeht und du unter Zeitdruck versuchen musst, irgendwie deine Spuren zu verwischen. Das war damals atemberaubend. Ja, ich fand das absolut spektakulär und diese ganze Aufmachung von diesem New York im Winter, wo es überall schneit und ja, und diese ganze Mystery-Story fand ich richtig, richtig genial, bis auf das Ende. Das war halt wirklich absoluter Quark und das hasse ich auch an diesem Spiel wirklich, weswegen auch so ein bisschen der Ruf daran gelitten hat für mich persönlich, aber das Spiel hat halt irgendwie damals bei mir einen gewissen Nerv getroffen. Ihr merkt, so Stories in Spielen sind mir sehr, sehr wichtig und deswegen fand ich Fahrenheit zum Beispiel auch richtig gut. Das ist wahrscheinlich nicht die beste Version, die du spielen kannst, aber weil es halt irgendwie eher so ein nostalgischer Pick ist, den ich jetzt so mit dem ich irgendwas verbinde, habe ich den jetzt in meine Sammlung aufgenommen. Vielen Dank an den Unbekannten, der es mit ja, hier ins Paket gelegt hat. Danke. Das war's mit der PlayStation 2. Wir machen jetzt weiter mit einer weiteren modernen Konsole, der Nintendo Switch. Für den Nintendo Switch habe ich zwei Spiele und ich muss zugeben, das erste habe ich ehrlich gesagt schon wieder ein bisschen verdrängt. Ich wollte das auf jeden Fall mal zocken, aber ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, die Nintendo Switch ist in den Händen meines Sohnes so fest verankert, dass ich nicht mehr so viel Zugang zu dieser Konsole habe, was okay ist, ne? Ich will da auch gar nicht eine zweite Konsole kaufen, es geht gar nicht darum. Jedenfalls, wenn ich mal wieder Zeit finde oder die Switch 2 rauskommt und dann die weit weggeht, werde ich mich an dieses Spiel mal ranwagen. Er hat es auch ein paar Stunden gezockt, aber irgendwie nicht so lange intensiv dran geblieben. Paper Mario und das Äonentor, glaube ich, heißt es im Deutschen. Hier ist es The Thousand Year Door. Ein Legendenspiel, weil es die physische Version für den GameCube gibt und die ist ja mittlerweile unbezahlbar. Jetzt gibt es das Remake und das freut mich natürlich, weil ich das jetzt endlich auch mal spielen kann. Paper Mario oder grundsätzlich diese Mario RPG-Spiele, die mag ich hin und wieder mal. Gerade Origami King mochte ich zum Beispiel sehr gerne, aber immer zu einem gewissen Zeitpunkt. Ne? Das kann ich nicht einfach mal so reinlegen. Weil diese kindgerechte RPG-Serie, die hat auch so Nachteile, sag ich mal. Und ich habe auch oft gelesen, dass viele, die sehr, sehr hohe Stücke an dieses Spiel setzen, gemerkt haben, so, okay, jetzt beim zweiten Mal durchspielen, nach vielen Jahren, finde ich es vielleicht nur so solide. So, ne? Das habe ich jetzt oft gehört. Ich möchte einen eigenen Eindruck gewinnen von Paper Mario und das Äonentor. Ihr könnt mir sehr, sehr gerne eure Meinung zu diesem Spiel in die Kommentare setzen. Auf jeden Fall wird es wahrscheinlich sehr kreativ und sehr witzig sein in dieser Version für den Nintendo Switch. Und ja, vielen Dank, Nintendo. Und das nächste Spiel für die Switch ist auch einfach nur ein Spiel für meine Sammlung. Ich könnte jetzt rein theoretisch so diese ultimative Version für den PC jetzt weglegen, denn hier habe ich eine wirkliche, richtige spielbare Version, die ich glaube mittlerweile auch ganz gut spielbar ist. Es ist Gothic. In der Classic Corinis Edition oder Classic Corinis Saga von THQ Nordic eine Doppelversion für die Nintendo Switch. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt für die Switch so notwendig ist. Ich hätte es auch sehr gerne für die PlayStation gehabt. Aber ist ja egal. Gothic ist für mich große Liebe. Ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Und gerade diese beiden Teile sind fantastisch. Ich hätte jetzt auch nichts dagegen, hätten sie den dritten Teil damit reingepackt und dass man den auch nochmal irgendwie spielen kann. Jetzt haben sie aber nur alle beide dabei. Zwei legendäre RPGs in einer Sammlung. Ihr seht, noch komplett verschweißt. Das wird irgendwann mal in vielen, vielen Jahren ausgepackt, weil Bock
habe ich auf Gothic schon seit einiger Zeit. Ich weiß auch nicht, ich gucke halt viele Streams und so von Varion und so. Die zocken das die ganze Zeit irgendwie hier Gothic. Und ich liebe Gothic. Eigentlich ist es auch wieder mal ein Must-Play und aktuell hätte ich da mega Bock drauf. Mal gucken, vielleicht für die Switch jetzt dann irgendwann bald in mein Laufwerk. Wer es noch nicht gespielt hat, sollte das unbedingt mal nachholen. Und ihr wisst ja, es ist mal für mich eins der besten Spiele aller Zeiten. Deswegen für die Switch in meiner Sammlung. Dankeschön. Das war's mit der Nintendo Switch und wir kommen jetzt zur letzten Plattform und da sind aber auch schon so wieder schöne Spielchen dabei. PlayStation 1. Ah, wir haben hier wunderschöne Spiele und ich möchte das ein wenig sortieren. Ich habe nämlich die meisten, eigentlich alle, habe ich bei meinem Videospielladen des Vertrauens gekauft. Smile Games in Landshut, ihr kennt ihn. Ich mache mal mit dem unbedeutsamsten Spiel an. Eigentlich ist es ein Spiel, das ich damals, als ich klein war, sehr, sehr gerne gespielt habe, weil ich den Film über alles liebe. Ich finde den total super. Da konnte mich noch so eine Lizenzsache catchen. Ne? Also wir waren damals alle irgendwie total blind und sagten, boah, cool, da gibt es ein Spiel sogar zu dem Film. Und genauso war das auch bei diesem Spiel. Ist kein teurer Titel, kostet irgendwie einen 10er oder 20 Euro. Das fünfte Element. Ich liebe den Film von Luc Besson mit Bruce Willis und Mila Jovovich und Chris Tucker und Gary Oldman und so. Ein fantastisches Sci-Fi-Epos. Aber hier das Spiel habe ich damals auch sehr gerne gespielt. Ich kam nur nie weit, das muss ich wirklich sagen. Ich kam nie weit, ich weiß auch gar nicht mehr warum. Und weil es eben so günstig war und in einem so guten Zustand beim Smile Games, habe ich mir gesagt, ach wisst ihr was, da muss ich nochmal einfach zu lang für die PlayStation 1. Das fünfte Element, wahrscheinlich nicht das beste Spiel. Ein Action-Adventure der alten Schule, wo es wahrscheinlich mit einer grausigen Steuerung daherkommt. Aber weil ich irgendwie das Spiel sehr, sehr gerne mochte damals und auch gespielt habe und natürlich ein Fan des Films bin, musste das irgendwie meine Sammlung für den Preis auf jeden Fall. Das fünfte Element für die PlayStation 1. Dankeschön. Das nächste Spiel ist allerdings schon ein Wunschspiel. Ich wollte das unbedingt in meiner Sammlung haben, genauso wie die Nachfolger, ehrlich gesagt. Die will ich eigentlich nochmal nachholen. Denn ich habe jetzt hier mit dem ersten Teil auch das erste Mal in die Serie geguckt und das hat mich so begeistert. Hätte ich nicht gedacht. Und auch bei Astrobot gibt es einen ganzen Level, der diese Hommage an diese Spielereihe ist. Und auch dort habe ich gemerkt, ich mag das eigentlich. Ich mag diese Art von Spiel Ape Escape. Dieser Junge, der mit seinem Kescher die Affen einfängt, es macht einfach riesig viel Spaß. Es ist wirklich klassisches 90er Soundtrack-Gedudel. Es ist wieder diese ganz krasse, eckige Polygon-Grafik, aber es hat so viel Charme und das mag ich. Ich mag auch einfach in diesen Levels reingehen, die Affen finden, irgendwie erstmal herausfinden, wie kann ich überhaupt da rankommen, muss ich dafür irgendwas machen, wie komme ich da hoch und so. Super Mario 64 so ein bisschen mit einer anderen Spielmechanik oder anderen Spielidee, mit Handbuch und einer alles im Originalzustand und wirklich wunderbar erhalten für die PlayStation 1. Hat mich ehrlich gesagt jetzt ein bisschen mehr gekostet. Ich glaube, das kostet, 30, 40 Euro oder so. Irgendwie einen guten Preis habe ich definitiv dafür bekommen. Aber wie ihr seht, in einer wunderschönen Hülle, alles super erhalten. Ape Escape, ein PlayStation 1 Klassiker, endlich in meiner Sammlung. Und natürlich möchte ich auch sehr, sehr gerne die Nachfolger spielen. Ape Escape, Dankeschön. So, das beste Spiel halte ich mir für den Schluss, aber auch das nächste Spiel ist eigentlich ein richtiger Klassiker und ist auch so eines der Spiele, die ich nie auf der PlayStation 1 gespielt habe und gerne mal nachholen wollte. Genauso wie sowas wie Lufia und so, habe ich diese Spielereihe auch nie gespielt und werde jetzt mal meine Fühler ausstrecken für The Adventures of Alundra. Ein PlayStation 1 Klassiker, kann man wirklich sagen. Wenn ich da so Leute von reden höre, die sind sehr begeistert von diesem Action-Adventure, das so ein bisschen an so ein Zelda erinnert, hier mit Handbuch und auch sogar einer kleinen, ist das eine Karte? Ja, das ist tatsächlich so eine kleine Karte mit so ein paar kleinen Instructions und sowas, aber natürlich auch ein großes Handbuch, weil hier, das ist ja ein wirkliches Rollenspiel mit verschiedenen Funktionen. Bin sehr gespannt, wie das Spiel denn sein wird. Ich habe es noch nie gespielt, auch schon Ewigkeiten mal ein Auge drauf geworfen. Jetzt war das Ganze, glaube ich, ich weiß auch nicht mehr, wie viel ich dafür bezahlt habe, ist auch schon lange
her. Habe ich auch beim Smile Games mitgenommen. Wird wahrscheinlich auch so ein 30-40 Euro Spiel gewesen sein, aber hey, nagelt mich nicht fest. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich freue mich total, das jetzt mal spielen zu können, und in dieser physischen Version sieht es auch super schön aus. Keine Kratzer, alles wunderschön erhalten. Ein richtig schönes, oldschooliges Adventure-Spiel. Darauf habe ich mega Bock und darauf freue ich mich richtig, das mal nachzuholen. Meine PlayStation 1 Zeit, wenn ich sie wieder auspacke, wird wieder gefüllt werden mit tollen Titeln, unter anderem hier Alundra. Ich muss mal kurz diese Hülle zumachen. Boah, ich hasse mittlerweile diese Hüllen. Ich meine, cool ist es schon, diese Plastikhüllen zu haben, aber dann kann man sie wirklich schwer öffnen. Und ich hatte schon das mehrmals so, dass ich sie aufgemacht habe und dann ist es fast zerbrochen. Aber egal. Alundra, Dankeschön. Es gibt so ein PlayStation 1 Spiel, das habe ich lange im Auge gehabt und habe halt mal bei eBay geguckt, wie viel das so kostet, und es gab sehr wenige Auktionen oder beziehungsweise sehr wenige Einträge zu diesem Spiel. Meistens musste ich dann irgendwelche US-Versionen importieren lassen und so. Das war mir ein bisschen zu blöd. Also habe ich dem Markus vom Smile Games darüber berichtet, so ich suche ein Spiel, und er hat tatsächlich für mich das ein oder andere, und ich glaube, der hat sogar zwei Versionen extra aufbewahrt. Wenn ich das nächste Mal komme, kann ich mir eines davon kaufen. Ist auch nicht so teuer gewesen. Ich glaube, es kostet so 25, 30 Euro. Und das war es mir definitiv wert. Mit Anleitung, das weiß ich. Ich kann es jetzt gerade noch nicht öffnen. Aber es ist Taifu, die Rache des Tigers. Wer kennt noch dieses Spiel? Es spiegelt gerade sehr krass, aber egal. Taifu war so ein richtig cooles Spiel, das so, glaube ich, gegen Ende der PlayStation 1 erschienen ist, mit so einem Tiger, der verschiedene Fähigkeiten, so Kung-Fu-Fähigkeiten und Skills einsetzt, die ihm im Kampf gegen wen auch immer helfen. Ich habe das schon ewig nicht mehr gespielt. Du hast so ein bisschen Jump'n'Run-Einlagen, du musst kämpfen, du musst verschiedene Levels durchstreiten. Jetzt habe ich es wieder hier und ich werde es auf jeden Fall nachholen. Ich freue mich riesig auf meine PlayStation 1 Phase wieder, wenn ich sie wieder anfange, und dann werde ich Taifu auf jeden Fall einlegen. Richtig geiles Spiel und hat mich damals schwer begeistert. Nur, wie gesagt, komplett in Vergessenheit geraten. Es gibt weder Nachfolger, zumindest weiß ich davon nichts, noch irgendjemanden, der darüber redet. Ne? Auch auf YouTube sehe ich sehr wenig Videos davon. Taifu, die Rache des Tigers, ist so ein geiles Game eigentlich gewesen und hat ein geiles Cover und irgendwie einfach ein sehr, sehr gutes PlayStation 1 Spiel. Dankeschön für Taifu. Boah, dieser Stapel ist doch mal etwas größer und deswegen ist auch wahrscheinlich das Video deutlich länger. Ich weiß gerade nicht, wie lange das Video jetzt hier gehen wird. Jedenfalls vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wie gesagt, jetzt wird sich vielleicht auf meinem Kanal so das ein oder andere ändern, aber wie gesagt, ihr werdet da ein bisschen sensibilisiert werden und so groß wird das jetzt alles doch nicht. Aber ich möchte zumindest schon mal darauf hinweisen, dass ich mit den Gedanken spiele, viele Dinge zu verbessern. In dem Sinne, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Habt einen wunderschönen Start in die Woche. Und tschüss.